Wer ist dran? Ich. Du bist dran. Hallo, willkommen zurück zu Don't Starve Together mit mir und... Mir eine Seerei. Ja. Oh Gott. Wie? Ist eigentlich klar. Ich hab's gerade schon gesagt, natürlich ist sie klar, aber... Hier, ihr, die ihr zuschaut, ihr wisst ja nicht, dass uns das klar ist. Es sind nur noch zwei Folgen. Inklusive dieser. Ja. Aber... Und... Gold. Steine kann ich nicht mehr tragen. Ja, jetzt wo Chester mal nötig wäre, haben wir keinen. Ja. Egal, ich hole trotzdem alles Pitzelchen Gold mit, was geht. Auf jeden Fall. Also Gold irgendwie auch noch mit. Wie viel Gold hast du? 13. Oha. Ich hab 16. Ja. Oh. Da oben ist noch mehr Gold. Ja, oh Gott, das hört wirklich nicht auf. Ja. Also... Sollten wir vielleicht mal dann doch langsam überlegen, wo wir das machen. Du willst in die Nähe der Büffel, hast du gesagt, ne? Nee, jetzt egal, wir sind reich. Völlig schnuppe. Die Steine können, die können wir nachher noch einsammeln, die Steine. Warte mal. Sonst, ich würde mal eben ganz gerne, das können wir sonst wieder abbauen. Hier, zack. Weil ich will jetzt ein Backpack haben. Aber sowas von. Gute Idee. Wie baue ich mir den? Okay. Wo ist denn der? Dann kann ich die Steine nicht mitnehmen? Bei Survival. Survival. Mir fehlt irgendwas für einen Backpack. Oh, Stöcke. Hast du noch Stöcke? Ja. Kann ich Stöcke haben? Mhm. Bra. Hast du nicht gesagt, von denen kann man nicht genug haben? Ja, siehst du? Ich hatte auch recht. Ich hatte nicht genug. Oh. Oh, warte mal. Können wir vielleicht auch schon... Ach nee, jetzt hast du meine Stöcke. Ja, warte. Du kannst die Stöcke auch wieder haben. Kein Problem. Jetzt würde ich mir mal eben eine Goldpickaxe bauen. Willst du die Stöcke wieder haben? Ja, gib mal her. Da. Danke. Ich sammle dir mal weiter Gold. Ach, geht ja gar nicht. Das geht nur mit der Dingsmaschine. Okay. Aber eine Schaufel kann ich machen. Aber du hast das schon sehr richtig erkannt. Absoluter Goldrausch, nachdem wir das letzte Mal so darunter gelitten haben, kein Gold zu finden. Ja. Ist das jetzt eine wahre Wohltat? Nachdem ich auch versprochen habe, keine Kisten mehr einfach so aufzumachen. Sehr gut. Das wird mir jetzt immer nachhängen. Aber das machst du nicht. Die macht immer, ja, die macht immer Kisten auf. Und dann sterben alle. Komm, für irgendwas musst du doch auch bekannt sein. Aber wir laufen gerade von unserer Science-Maschine weg. Und es wird Nacht. Ja. Es ist genau so Nacht. Oh, warte. Ich mach eben Feuer. Mhm. Warte, wo? Grün? Oh, da. Ja, ganz ruhig, ihr beiden. Alles klar. Wir anfangen da rumzusingen. So, jetzt habe ich genau das getan, was die ersten Leute, die im Goldrausch waren, auch getan haben. Gar nicht mehr auf meine Nahrung geachtet und nix, einfach nur noch Gold gesammelt. Und der Serker. Die Blume hat sich wieder verändert. Abigail ist ready to play. Oh, ja, die Blume schwebt jetzt über dem Boden, während sie offen ist. Auf dem Icon. Mhm. She needs some space. Oh, oh. Ich bin weg. Nein, komm näher. Komm. Nein, das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Abigail ist mir unheimlich. Es ist echt ein bisschen creepy. Aber ich bin voll gespannt drauf. Was passiert, wenn sie dann kommt? Also ich weiß, dass sie... Wann kam sie denn? Ich glaube, wenn die angegriffen wurden, dann kam sie auf jeden Fall. Aber sonst weiß ich nicht, ob es noch andere Möglichkeiten oder Situationen gibt. Hm.
Oh, ich bin so froh, dass kein Winter ist. So, ich gehe mal hier zurück zu unserer Dingsmaschine, die du da so möglicherweise aufgestellt hast. Ich komme da auch gleich eben hin. Wo? Da. Die wurde aber auch auf der Karte angezeigt. Ja, du hast recht. So. Dann nehmen wir gleich jetzt direkt bauen. Ein Lightning Rod. Nee, den. Mal Bretter noch. So. Jetzt nur die Frage, wo wir unser Lager aufstellen. Das sollten wir auch dann langsam mal überlegen. Wie kann ich die denn mitnehmen? Wen willst du mitnehmen? Maschine? Mit dem Hammer abbauen. Und dann kannst du dir auch nur in einzelnen Komponenten mitnehmen. Hammer. Fängt schon direkt an. Okay, was brauche ich jetzt noch? Was war das? Okay. Stöcke, logisch. Natürlich fehlen mir wieder Stöcke. Verständlich fehlen mir Stöcke. Kenner, einer hat gesagt, dass die so wichtig sind. Ja, aber dann war da Gold. 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 Oh, oh. Jetzt gräbt die hier die Stöcke von meiner Nase aus. Achso, entschuldige, hier. Nee, zwischen nicht mehr. Ich nehme die gleich mit, wenn wir unser Lager irgendwo aufbauen. Ja, ich will ja, theoretisch, aber ich muss den Hammer fertigstellen. Dafür kann ich doch immer wieder eine Science-Maschine bauen. Nee, aber das ist doch Ressourcenverschwendung. Komm, wo steckst du? Oberhalb von dir. Gib mir mal die Stöcke. Warte. Und bleib doch mal stehen. So. Ah, 18 Stöcke hat die. Ja. Stockreich. Ja. Reichtum ist eine Frage der Perspektive. Richtig. Klare Sache. Wenn ich nur einen Stock hätte, dann wäre ich stockarm. Das ist so wahr. Und wenn mir jemand die nicht wiedergibt, die Stöcke, bin ich stocksauer. Ach ja. Der Hammer, was man hier wieder lernt. Das ist wirklich super. So, ich hämmer jetzt die Science-Maschine in um. Ja, in Einzelteilen kannst du sie mitnehmen. Nehmen wir da alles wieder raus, was wir da reingesteckt haben? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Warte mal. Ich glaube nicht. Also Gold, okay, aber du hast doch, glaube ich, keine vier Loks eben wieder gekriegt, oder? Doch, könnte schon sein. Sah ganz gut aus. Ach so. Wer lässt denn hier die Pilze liegen? Ich habe den weggeschmissen, weil ich die Science-Maschine mitnehmen musste. Wieso, ist dein Backpack voll? Nee, jetzt nicht mehr, aber es war gerade alles ein bisschen verwirrend für mich. Achso, hast du schwere Phase durchgemacht, ja. Ich war doch nie eine Frau. Ich glaub's nicht. Guck mal, wer hier ist. Guck mal, wer hier ist. Na, wo ist er? Wann kommt er? Da kommt er. Chesty! Kann ich gleich was reinschmeißen? Okay. Willst du ihn nicht? Wieso? Achso, muss man den Stab dafür haben? Den musst du mitnehmen, ja, sonst. Achso, ich dachte, da das wäre nur so ein. Na dann. Gebe ich dir den mal. Du kannst ihn gerne nehmen. Nein, du hattest den bisher immer. Hör doch auf. Ich feier ihn bloß immer so, wenn ich ihn kriege. Chesty, alter Chestmaster. So, Lager immer noch. Oh. Also ich finde das hier gar nicht mal so schlecht. Ich mag das lieber mit dem hellen Untergrund, mit dem hellen grünen Gras im Untergrund. Okay. Es sind schon ein paar Bärenbüsche hier. Wenn wir uns jetzt nicht noch weiter entfernen, sind wir relativ dicht bei den Büffeln. Ja, aber wir können uns gerne hier aufbauen. Weil es ist ja nicht, wir wollten ja bei den Büffeln wegen der Verteidigung, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt hier so direkt sind, dann haben wir keine Verteidigung. Dann
nützt dir einen Schluss Gold nichts. Ich folge deiner Ratsspruch. Oh ja, ich bin auch mal so. Weißt du, ich renne auch mal so gerne dann weiter. Lass uns doch mal gucken, was da noch alles ist. Ja, ich glaube, wir müssen hier sicher Butter bei die Fische. Wobei, nein, müssen wir eigentlich gar nicht. Niemand zwingt uns. Ich wollte gerade sagen. Anarchie. Davon, dass ich sterbe. Okay, das ist ein bisschen schlecht, so. So, Schaufel weg. Da. Zack. Die nehmen wir gleich mit fürs Lager. Wenn wir uns dann mal entschieden haben, wo wir es hinbauen wollen. Hier sind Bienen. Ja, da bräuchten wir einen Top, einen Beekeeper-Head. Und da brauchen wir, glaube ich, den können wir so gar nicht bauen, okay. Brauchen wir da nicht Spinnenseide für? Doch, Spinnenseide braucht man da, glaube ich, für. Und es wird gleich dunkel. Einfach so eine gewaltige freie Fläche. Nix. Ja, ist gut, ne? Wollen wir hier bleiben? Ist das gut? Dann würde ich den Fire Pit hinsetzen. Ja, mach. Ja, wir können ja auch noch einen Fire Pit bauen. Wir haben halt so viel Stein. Ich setze jetzt mal den Fire Pit hin. So, ich muss mir dann direkt mal was kochen. Und dann, weil wir es können. Schups. Was können wir denn noch? Vielleicht mal eben die Grundrezepte freischalten. Gut. Oh, wir können uns ein Schild bauen. Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Sache. Unbedingt, ja. Also wir leben jetzt hier, ja? Nein, aber wir können es ja Zwischenlager nennen. Was hältst du davon? Hier sind zwar keine gelben Tonnen mit einem schwarzen Zeichen drauf, aber ich habe ein Feld. Ja. Dann stell hin. Oh. Hast du auch noch Seeds? Mhm. Na siehst du, guck mal. Wow. Supi. Das nennt man Siedlung. So, achso, ich soll gleich was essen, ne? Dann würde ich schon fast sagen, ich kuckel am nächsten Tag mal ein paar Bäume ab, dass wir uns dann auch bald einen Crockpot bauen können. Nicht, dass ich das gerne tun würde. Nee, gar nicht. Du nicht. Quatsch. Käme da noch sowas? Ja, weiß ich nicht. Das sind alles Gerüchte. Will ich nur mal eben festhalten hier. So, ich sag, das hier ist unser Lager. Fertig, aus. Da. Ja, okay. Ich mache jetzt Lightning hier auch Rock. Schon mal die Büsche. Die kann ich hier hinpflanzen. Die muss man wenigstens nicht düngen. Sehr schön. Ich fühle mich auch fast wie zu Hause. So. Chessie, mein Guter, bleib mal eben hier, sonst verbrennst du noch, wenn ich jetzt hier Feuer lege irgendwo. Solltest du dir vielleicht auch mal so einen Blumenkranz machen, ha? Nee, ich habe 119 von 120, glaube ich. Willow hat nicht ganz so viel geistige Gesundheit. Oh ja, das ist nicht besonders viel. Der vertrauenserweckend was. Achso. Dann nützt du mich. Ich putze gerade hier ein paar Bäumchen ab. So, das heißt denn, dass meine Gesundheit jetzt auch runtergeht, wenn ich im Feuer stehe? Das war vorher aber nicht so. War Willow feuerfest? Ja. War auch nur fair. Schließlich ist sie der Firestarter, also von daher. Wo ist denn Chester? Den habe ich da oben hingesetzt. Müsstest du auf der Karte aber, glaube ich, sehen können, oder? Du verlangst von mir, dass ich hier Karten aufmache und was weiß ich. Wieso? Passiert doch nichts. Du überforderst mich. Das ist bei Kisten. Bei Kisten ist das so. Das überfordert mich doch alles hier. So, ich hole mal ganz schnell den Chester wieder. Ich stelle jetzt hier eine Falle auf. Oh.
Hast du jetzt deinen Blumenkranz weggeschmissen? Ich habe mir einen neuen gebaut. Ach so, dann nehme ich den hier. Der dann gammelt. Den abgelegten. Sich hin. Ja, ja, der ist noch gut für mich. Okay. So, oh, dann wäre Holz, glaube ich, Gold. Noch ganz angebracht. Nee. Warum ist denn hier kein Gold? Was soll denn das? Vielleicht war schon jemand vor uns da. Das ist eine Frechheit. Ah, Gold. Kein Spaß, hier ist noch mehr Gold. Echt? Ja. Cool. Ihr was jetzt machen. Oh ja, oh ja. Gut, ich sammle die Reste auf hinter dir. Absicht liegen lassen. Ich meine, so schlecht haben wir uns auch gar nicht geschlagen bisher, weil mein eines Ziel, was ich in dem Spiel hatte, mit dem Roboter einen Schirm zu haben, haben wir erreicht. Ich meine. Ach, das war ein Ziel? Das war mein Ziel. Nachdem ich herausgefunden habe, dass das so ist, hielt ich das für sehr strebenswert. Was will ich denn mehr? Roboter mit Schirm, hallo? Das stimmt. Das sah auch ganz toll aus. Ja, normal muss man für sowas nach Japan reisen. Einfach mal Geld gespart. So, den nehmen wir komplett mit hier. Und dann brauchen wir Boards auf jeden Fall. Boards, Boards, Boards da. Oh, das war's schon mal mit Boards. Okay, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen nachpflanzen. Ein bisschen Nachhaltigkeit, ne? Ja, so. Bäume können wir bei uns pflanzen. Ja, stimmt. Der irgendwo. Ich wollte nur hier die Waldriesen besänftigen. Waldriesen? Ja, die Tree Guards. Achso. Kann man damit wieder beschwichtigen, wenn man vor ihren Augen Bäume pflanzt. Finde ich gut. Oh, hier ist ein Sumpf, das ist nicht in die Richtung von unserem Lager. Unser Lager ist da unten. Lauf ich hier zurück? So. Ich gehe zurück zum Lager, weil es dunkel wird. Oh, was? Ich verhungere? Ich glaube es jetzt doch nicht, oder? Ja, ich auch. Ich habe auch die ganze Zeit vergesse ich zu essen. So. Der macht hier zwei so witzige Schleifen, der Weg. Unser Lager ist ja direkt in der Nähe vom Weg. Ja, Gott sei Dank. Haben wir richtig gut gewählt, vorausschauend. Ja, vor allen Dingen so spontan. Oh, essen, 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 essen. Du müsstest ja jetzt einen Crockpot bauen können, richtig? Ich guck mal eben. So, Crockpot. Wo bist du? Da. Ich brauche... Eine Kohle brauche ich noch. Hast du noch eine Kohle? Nee, ich hatte dir alle gegeben, die ich aufgesammelt hatte. Oh verdammt, dann muss ich noch einen Baum ankuppeln. Ich glaube, in die Richtung findest du keinen. Hier unten. Ja. Doch, doch, hier sind zwei Stück. Die nehme ich mal eben mit. If you say so. Das muss man alles jetzt hier im Auge behalten. Meine Vitalwerte. Läuft das so, Belastungs-EKG, ja? Ja. So, brennt schneller. Jawohl, jetzt aber. Gut. Ganz schnell. Komme, komme, komme. Boingi, boingi, boingi. So. Crockpot, endlich. Yay. Oh, jetzt habe ich dir, glaube ich, die ganzen... Oh, ist egal. Ich pflanze ja sowieso so gerne Bäume. Ich habe nur irritiert geblinzelt, wenn ich gefragt habe, wozu.
ganz schnell was kochen. Ja, ja. Sonst sterbe ich hier. Wollen wir natürlich nicht. Nee, ich auch nicht. Koch schneller. Ich bin jetzt auf 3. Oh. Ja. Ratatouille. Gut. Wenigstens dann etwas. Koch ich mir auch mal was. Oh, ich kann mir nichts kochen. Kannst du nicht? Nee, ich habe nur noch 2 Karotten. Aber die sind jetzt da drin, also falls du noch irgendwas reinlegen kannst. Sonst, ich habe noch Seeds, wenn du hier Seeds mal eben braten willst oder sowas. Ja. Bevor du da stirbst oder sowas am Hunger. Ja, nee, ich sterbe jetzt nicht so direkt, aber da hat trotzdem nichts. Wir haben noch 2 Karotten im Kochtopf jetzt für, wenn wieder Nahrungsmittel verfügbar sind. Okay. Dann wäre ganz cool. Da brauchen wir aber auch. Okay, da brauchen wir aber für Fleisch. Ja. Ehrlich? Drying Racks wäre noch ganz gut. Was ist das denn? Weißt du, was für eine Zeit ist? Ist doch nicht wahr. Ist wahr. Jetzt im Ernst? Ja, kein Mann, Spaß. Manu. Oh. Okay, nützt ja nichts. Nee, nützt nichts. Kann man nichts ändern. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Ja, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ciao. Tschüss.